Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Storytime-LP, liebe Freunde, zu einer neuen Folge an diesem wunderschönen Montag. Es ist Wochenstart und ich habe mir gedacht, zu Beginn der Woche wollt ihr bestimmt mal mein Face sehen. Hey, heute mal wieder mit Facecam. Ich hoffe, ihr freut euch. Denn viele hatten sich das gewünscht in den Kommentaren. Macht doch mal bitte wieder mit Facecam, das wäre so cool. Und ich habe mir gedacht, komm, machen wir das mal. Ich sehe zwar etwas verwuschelt aus an dieser Stelle, aber ich habe mir Locken gemacht und die sind jetzt schon so ein bisschen alt. Ihr kennt's, ne? Also wenn man die Frisur frisch macht, sieht's ganz gut aus, aber dann irgendwann lässt es nach, dieser Look. Ja, liebe Freunde, ich bin auf jeden Fall hier wieder im Storytime-Modus und ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich gehe erstmal meine Blase entleeren. Wir haben hier einen leckeren Salat gemacht, von dem die Katze auch gerade nascht. Das finde ich sehr, sehr schön. Schön ein bisschen mit Lachsgeschmack, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Ja, ja, Sombowl. Ich gehe schon raus. Und ja, viele hatten in die Kommentare geschrieben, dass sie diese Story ganz cool finden, wenn wir mit ihr quasi ja, unseren Vermieter daten, ja, mit dem wir ja letztens schon ein bisschen sprechen mussten, da unsere Nachbarn sich doch ein bisschen komisch benommen haben. Die haben hier nämlich immer ganz wild randaliert und das wollen wir und dulden wir auch so nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, da gehen wir doch nochmal weiter vor und ja, laden den nochmal hier nach uns zu Hause ein, damit er sich das Ganze vielleicht auch mal annehmen kann, ne, und hier dann auch mal klopfen kann und sich hier mal die Wohnung angucken kann, weil hier sind auch einige Fenster undicht, weil wir immer in Winterklamotten rumlaufen. Das finde ich auch nicht so schön. Raus, raus. So, kurz vorab, ganz kleine Eigenwerbung, Leute, auf Instagram unbedingt folgen. Ich habe euch gestern eine richtig gruselige Story gepostet. Also wer jetzt noch schnell folgt, der wird diese Story noch sehen. Richtig gruselige Geschichte. Gestern Abend, ich erzähle es euch einmal ganz kurz hier, so kurz und knapp, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Bei mir läuft tatsächlich im Dorf so ein ganz komischer Verrückter rum. Da, jetzt können wir den Vermieter anrufen. Wartet, Freunde, die Story muss warten. Die Story muss warten. Wo ist der Vermieter? Da, Sergio. Einladen auf aktuellen Grundstück absagen. Wir rufen den jetzt an, weil wir haben da ja echt keine Macht mehr drüber. Der ist ja, egal was wir da machen, wir klopfen und klingeln, aber er macht uns einfach nicht die Tür auf und das dulde ich so nicht mehr. So, was ist denn hier mit euch los? Die sind wütend. Sergio Dixon wird gleich da sein. Sehr gut. Sergio ist ein schneller Typ, ne? Da ist er auch schon. Ja, hallo. Guten Tag. Ganz ehrlich, ich verschönere Ihnen mal eben den Tag, aber dann muss ich mir auch hier über die Probleme mal beschweren, weil ganz ehrlich, hier, sehen Sie das, wie es hier abgeht bei dem. Also ganz ehrlich, da müssten Sie sich wirklich mal drum kümmern. Das wäre wirklich toll, wenn Sie da mal irgendwie was machen könnten. Oblink Snowball. Wir haben auch immer noch hier Silvester. Wir beenden aber den Feiertag mal vorzeitig, weil Silvester feiern wir jetzt eh gerade nicht. Wir sind noch nicht so drin in den Feiertagen. Morgen ist Sommer. Endlich, Freunde. Endlich. Jetzt muss ich mal eben hier gucken, wenn ich angefangen habe aufzunehmen, damit wir das auch sehen. So. Oh, oh, Polino, es läuft ja schon. Es läuft ja schon. Schön. Just go away. Ich würde sagen, wir klopfen jetzt mal mit dem zusammen hier. Wir klopfen höflich an, weil wir sind diesmal, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie auffällig wirken, dass wir hier immer so voll den Palaver machen. Also ich weiß nicht, was da abgeht. Zwischendurch lieben die sich und dann streiten die sich wieder so heftig. Also ich weiß nicht, ob sie das hier sehen. Da brauchen sie mir auch keinen Witz erzählen, aber das ist hier nicht mehr witzig. Sie ist auch schon so. Findet sie auch nicht witzig. Irgendwas Schräges geht gerade bei den Ruinen vor. Sollen wir mal nachsehen? Ganz ehrlich, Aisha? Nein. Da sollen wir nicht mal nachsehen, weil ich habe jetzt hier gerade anderes zu tun. Wir können ja mal so kurz so in den Flirt reinsteigen, während wir hier so... Es scheint nicht so, als hätte dich drin jemand gehört. Okay. Oh, das war schon ein erster Flirt. Jetzt trommeln wir mal gegen die Tür. Hallo! Ah. So, ich hoffe, der kommt jetzt mal da raus. Ja, da ist er. Da ist sie. Mhm. Ja, ganz ehrlich, das geht so nicht mehr. Wütend über den Lärm beschweren. Wie sie sich hier benehmen. Guter Ruf. Hier ist der Vermieter. Die interessiert es einfach nicht. Hallo, ich wohne auch hier. Es tut mir ja leid, wenn dein Leben langweilig ist. Vielleicht solltest du auch mal ausgehen und dich ein bisschen amüsieren. Vielleicht solltet ihr euch mal nicht so viel streiten. Wie wär's damit? Anscheinend ist euer Leben ja doch nicht so cool. Aber er bringt uns jetzt natürlich so ein bisschen zum Lachen und findet das auch ganz lustig. Ich gebe ihm erstmal den Wohnungsschlüssel. Nein. Da würde ich sagen, wir tauschen mal die Nummern aus, einfach nur, weil wir die ja brauchen. Ein auf den. Wir brauchen die Nummer von ihm. Und dann lernen wir ihn mal noch ein bisschen besser kennen.
So einen auf den, wir brauchen nur deine Nummer, weil wir, falls wir da nochmal irgendwie was haben, ne? Aber da konnten wir uns auch über die Kälte beschweren, das machen wir mal, weil hier unsere Fenster halt auch undicht sind und wir das auch nicht so feiern. Er so, er liebt so meine Nummer. The Why Noi. Eva hat folgendes Merkmal über Sergio kennengelernt. Fröhlich. Mhm. Er steht in unserer Küchentheke. Ja, kommen Sie mal rein, genau. Gucken Sie sich mal die Fenster bitte an. Also da ist... Nett von Ihnen, dankeschön. Sie den Müll mit runternehmen, das finde ich super. Wir könnten auch mal eben hier runtergehen, weil es ist zwar noch schneig, aber vielleicht haben ja hier die Stände gerade auf oder so. Nee, hier hat gerade gar nichts auf. Oder da hinten vielleicht. Hier irgendwo war doch ein Stand, oder? Hä, waren hier nicht irgendwo Stände? Wo wir was essen konnten? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Wie viel Uhr haben wir es denn? Ach, wir haben auch 0 Uhr. Okay. Ja, dann ist es jetzt auch ein bisschen spät, würde ich sagen. Dann machen wir nochmal so eine tiefgründige Unterhaltung. Zoe kann mal die Kinder ins Bett bringen. Weil ich glaube, die stehen hier nämlich die ganze Zeit so reglos rum und denken sich so, unser Leben hat hier überhaupt keinen Sinn mehr. Obwohl, die können auch selber ins Bett gehen. Das schaffen die schon. Du auch. Komm, beide schlafen. Dann seid ihr beide im Bettchen. Wie süß die einfach sind. Die sind einfach so süß, ich liebe die zwei. Ich finde die einfach richtig mega niedlich. So. Deborah. Aber es ist ja schön, dass die beiden sich auf jeden Fall so gut verstehen. Ja, wir können uns gerne einen Film angucken, das ist eine gute Idee. So einen auf den Netflix and Chill. Ihr wisst Bescheid. So, Zoe würde ich auch sagen, die geht dann mal, warte mal, die kann mal eben den Salat hier in den Kühlschrank räumen, das kann ich auch machen. Ich wollte mal eben gucken, wie es hier jobtechnisch aussieht. Level 2 Charisma muss die noch machen, dann kann die nämlich hier mal eine Rede üben, noch mal ein bisschen was tun. Da beginnt nämlich am Sonntag um 19 Uhr, also heute um 19 Uhr das Casting. Da hoffen wir natürlich, dass sie das schafft, aber das kleine Stückchen Balken hier, das wird sie wahrscheinlich noch hinkriegen, da gehe ich ganz fest von aus. Und die beiden hier, die verstehen sich ja schon recht gut. Ich frag ihn mal, ob er Wassermann ist. Ist auf jeden Fall süß. Also die beiden verstehen sich und ich finde es sehr gut. Und die Zuschauerin hat mir auch auf Instagram geschrieben, nochmal um auf die Story zurückzukommen, die Zuschauerin hier hat mir auch auf Instagram geschrieben, dass sie und Eva anscheinend den gleichen Männergeschmack haben. Also sie hat so ihren Traummann erstellt, finde ich sehr lustig. Sie hat sich auch sehr gefreut, dass ich ihren Sim genommen habe. Freue ich mich natürlich auch drüber. Ich frage ihn mal nach Tag. Die sind schon süß. Mir hängen die Haare im Mund, Freunde. Es ist einfach nur widerlich. Ja, ein bisschen weit hier runter geswippt. Oh, die sind schon süß, ne? Also ich finde, die passen auch gut zusammen. Guck mal, guck mal. Da knistert's doch. Das sehe ich doch. Guck mal, wie die sich angucken. Sehr süß. Tief in die Augen gucken. Freunde, es läuft. Also ich möchte da jetzt auch nicht zu schnell vorgehen, aber man kann ja schon mal so ein bisschen flirty unterwegs sein. Ich frage ihn mal, ob er Single ist. Das sollten wir vielleicht erstmal klarstellen, bevor wir irgendwas machen. Oh, ich nehme hier gerade auf, sehe ich gerade. Das möchte ich natürlich nicht. Eva hat erfahren, dass Sergio Single ist. Genau das, was wir hören wollten. Was machen wir? Was können wir denn noch machen, was nicht so heftig ist? Schuppetti. Sitzt die eigentlich hier auch gerade neben mir? Nee. Genauso ist Schuppetti auch so. Weißt du, so mag ich nicht. Einladen über Nacht zu wollen. Nein, das wollen wir natürlich auch nicht. Also erstmal so ein bisschen flirty unterwegs sein. Das muss erstmal reichen. Die beiden sollen sich auch erstmal ein bisschen kennenlernen. Ich will da jetzt auch nichts überstürzen, weil sie hat ja auch schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht in der letzten Zeit. Da ist ja einiges schiefgelaufen. Und dadurch, dass sie halt auch Zwillinge hat, muss sie natürlich auch gucken, dass sie einen guten Vater findet. Einen guten Ersatzvater. Nein, aber dass sie halt einen guten Mann findet, der auch lieb zu ihr ist. Und sie ist natürlich jetzt ein bisschen misstrauisch und weiß nicht so recht, wem sie ihr vertrauen kann und wem nicht. Aber der scheint doch sehr nett zu sein. Und ja, es ist ja auch unser Vermieter. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, die so ein bisschen kritisch ist, wo wir auch nicht genau wissen, ob wir uns darauf einlassen sollen. Aber es läuft auf jeden Fall. So, was ist mit dir hier los? Er ist nach Hause, alles klar. Okay, sie hat es geschafft. Sehr gut. Dann gucke ich mal gerade. Level 2 der Fähigkeit Charisma müssten wir jetzt haben. Ja, haben wir. Sehr gut. Und sie ist auch müde und ein bisschen hungrig. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett, weil es ist jetzt auch schon reichlich spät, schon 3 Uhr nachts. Und wir müssen ja auch noch fit sein für den morgigen Tag, weil die Kinder werden natürlich auch früher oder später wach werden. Da weint nämlich schon eins. Muss Pipi. Schnell. Auf Töpfchen gehen kann er noch nicht. Warum weint er denn? Erschöpft.
Weil Energie so niedrig. Ja, aber dann geh doch Haier machen, Kind. Zack. Und du auch. Ah. Jetzt gehen sie beide wieder ins Bett. Ich weiß nicht genau, wo das Problem jetzt gerade war, aber anscheinend gab es ein Problem. So, sehr gut. Ich hoffe, morgen kommt auch wieder Girls WG. Also, viele fragen da auch immer nach. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, Donnerstag TNG WG zu bringen. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Vielleicht kommt Donnerstag wieder TNG WG und morgen auf jeden Fall Girls WG. Also, bleibt dran, Freunde. Es kommt wieder einiges. Ich hoffe, ihr freut euch. Also, ganz viele fragen immer nach denen und nach denen und nach denen. Wann kommt das, wann kommt dies, wann kommt jenes. Ich kann natürlich nicht alles aufnehmen. Ich habe auch noch vor, ein anderes Projekt noch am Start, was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie nächste Woche aufnehmen kann. Und da kommt auch noch so ein kleines Let's Play, was auch viele von euch gefragt haben. Was demnächst auch mal kommt. Dann zeige ich euch das mal. Ein ganz spezielles Spiel, was viele von euch spielen. Es ist Frühling! Yay! Was ist denn los, mein kleines Schatzi? So, warte mal. Ich bring dich mal aufs Töpfchen, weil ich glaube, du musst. Oscar. So, Fabio kann, glaube ich, schon auf Töpfchen gehen. Musst du Pipi? Und er so? Vielleicht. Eventuell müsste ich mal. So, ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee. Der gute Tankstellenkaffee, Freunde, den habe ich mir nämlich gerade gegönnt, weil der einfach lecker ist. Kostet auch nur 2 Euro. So, dann gehen wir auf Klo um 6 Uhr morgens. Weil eins seid euch gewiss, Freunde, der Morgenschiss kommt ganz gewiss, auch wenn er erst am Abend ist. Ja, das ist nur nochmal so ein kleiner Hinweis für euch. Weil so ist es nämlich. So. Ja, also da wird fleißig gekackt. Das finde ich schön. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch gleich schon ein Frühstück. Ich meine, sie ist zwar noch nicht ganz ausgeschlafen, aber gut, das ist dann halt eben so. Müssen wir heute mit ihr arbeiten gehen? Tatsächlich nicht. Also wir müssen erst Montag wieder arbeiten, das ist gut. Zoe hat heute ihr Casting, das werden wir hinkriegen. Dann kann ich mal eben die Katze füttern. Das muss auf jeden Fall jetzt gemacht werden. Dann haben wir das nämlich auch schon. Mein Gott, du. Da war aber einiges drin, ne? Mein Gott, was macht der denn da? Ist ja ekelhaft. So, jetzt freut er sich. So, dann würde ich sagen, servieren wir ein Frühstück, machen wir einen Pfannkuchen. Wir müssen ja auch immer gucken, dass wir vegetarisch kochen, weil die Gute kann ja nicht so viel Fleisch essen, beziehungsweise gar kein Fleisch am liebsten, sonst wird ihr ja schlecht. Und dann würde ich gerne heute mal ins Fitnessstudio gehen, weil die beiden auch mal wieder ein bisschen trainieren sollten. Oder zumindest hier vorne auf dem Basketballplatz, damit wir da ein bisschen Sport machen. Zoe kann jetzt gleich auch mal aufstehen, weil die muss auch mal jetzt, die hat jetzt auch gleich mal genug gepennt. Der muss immer noch schlafen, der hat aber auch ein Hüngerchen. Dann würde ich sagen, schicke ich ihn jetzt erstmal nochmal ins Bett, dann kann er erstmal noch ein bisschen schlafen. Oskar hat zu viel Angst, jetzt schlafen zu gehen. Okay, warum? Braucht Vergnügen. Töpfchenunfall. Will Happer. Okay, also dann machen wir jetzt erstmal Happer. Dann ist das jetzt eben so. Dann würde ich sagen, setzen wir Oskar schon mal hier ab, weil der ist jetzt schon wach. Und dann holen wir Fabio gleich dazu. Oder beziehungsweise Zoe kann Fabio dann mitbringen, wenn Zoe dann auch mal ausgeschlafen ist. Es ist so richtiger Mutter-Lifestyle, ne? Man ist schon so 6.20 Uhr wach. Zoe so, ich bin keine Mutter, ich schlafe hier erstmal aus. Ganz ehrlich. Und ich möchte jetzt hier auch nicht geweckt werden. So, Pfannkuchen ist serviert. Sehr gut. Du brauchst jetzt natürlich nicht alleine frühstücken. Du kannst jetzt mal eben dein Kind holen. Ja, das tut mir sehr leid. Aber es ist jetzt nun mal so. Hol das Kind. So, genau, perfekt. Dann setzt das Kind mal da rein. Ich weiß gar nicht, ob die auch Pfannkuchen essen können. Ja, können die tatsächlich. Dann kann ich mir nämlich selber nochmal einen holen. So. Oskar, schlag zu. Das ist dein Pfannkuchen. Ja, ausrastet. Lektion. Oskar ist bloß ein hilfloses Kleinkind. Ach, ne. Los, ess. Wir sind beide müde. Guck, wie die beide aussehen. So richtig fertig. So. Oh. Mein Leben macht keinen Sinn. Früh am Morgen. Mau, mau. Selbst die Katze frühstückt gerade. Guck, die hat direkt komplett aufgegessen. Das ist aber nicht so Schuppets-Lifestyle. Die frisst nämlich immer nur so halb. Und dann fängt sie ihm an, in ihrem Napf zu graben. So nach dem Motto, ich vergrabe das hier mal. Das könnte ich später eventuell nochmal essen. Finde ich auch mal sehr lustig. Und jetzt denkt sie sich, Pfannkuchen, auch lecker. Nehme ich doch das. So, jetzt frühstücken wir beide hier wenigstens schon mal gemeinsam. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Und dann kann er gleich ein bisschen spielen gehen. Dann lasse ich ihn da mal raus. Zoe kann jetzt gleich auch mal aufstehen, weil... Obwohl, der pennt hier, glaube ich, noch eine ganze Weile. Sei denn, er kriegt gleich Hunger. Dann wird er wahrscheinlich auch aufwachen. Sie hat so gar keinen Sinn mehr, ne? Sie hat gar keinen Bock. Sie hat einfach gar keinen Bock.
So. Du bist ein freches Kind. Mensch. Mit Essen spielt man nicht. Ja, brauchst du gar nicht so unschuldig gucken. So, ich lass dich mal raus. Und dann würde ich vorschlagen, kann der Junge ein bisschen spielen gehen. Ich meine, er ist auch sehr müde. Oh ja. Warte mal, wir müssen den hier auch mal belehren. Können wir doch auch machen, oder? Hier bei Erziehung ist das, glaube ich. Warte mal. Erziehung. Beruhigen. Tagfang spielen. Nö, kann ich anscheinend nicht. Okay. Ich habe gehört, dass du dich mit Sergio Dixon angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, Julia Wright. Schön, dass du das auch weißt. Schön, dass das schon wieder jeder weiß. Wir können mal ein bisschen spielen. Weil anscheinend bist du gelangweilt von deinem Leben. Was ich persönlich nachvollziehen kann. Aber dann spielen wir jetzt ein bisschen. Schön im Morgenmantel hier mit diesen Buschen. Ey, die finde ich auch geil. Oh. Die beiden sind schon süß. Aber jetzt steigt der Spaß wenigstens. Das ist doch schon mal was. Und natürlich, die Beziehung steigt auch. Wenigstens haben wir schon gekocht und alles fertig gemacht. Zoe steht jetzt auch auf. Die kann jetzt auch mal aufwachen. Dann geht die mal duschen. Die ist das. Macht sich mal in Ruhe fertig. Und hier kann das auch mal säubern. Dann kann die sich hier auch einen Pfannkuchen nehmen. Und dann sind wir auch so weit fertig, dass wir dann mal ein bisschen Sport machen können. Weil das ist natürlich auch noch ein großer Teil in unserem Leben, den wir auf jeden Fall auch haben möchten. Also wir möchten natürlich auch sehr viel Sport machen, weil das machen die ja auch schon eine ganze Weile. So, das Kind, dem Kind geht es eigentlich wieder so einigermaßen, glaube ich. Das Einzige, was er hat, ist, dass er müde ist. Ich würde ihn jetzt nochmal ins Bettchen schicken. Ja, oder auch nicht. Hallo, steh auf. Und dieser Hasenpo, wie süß das ist. Das passt so einfach so super zu meinen Puschen. Und die Katze denkt sich, was ist mit dem Kind los? Es ist in Ohnmacht gefallen. Und warum hat die Katze so riesen Ohren plötzlich? Auch eine komische Sache. So. Zoe, dann mach mal. Solange die Kinder noch schlafen, könnten wir wirklich eigentlich mal eben... obwohl, warte mal, ich weck den mal auf. Ich setze den mal hier ab, weil der muss jetzt auch mal aufstehen. Zack. Dann machen wir das nämlich mal. Dann kann er nämlich auch mal eben was frühstücken. Und dann würde ich nämlich sagen, gehen wir nämlich schön auf den Sportplatz unten. Ich hoffe, das schaffen wir zeitlich noch. Schnell, schnell. Fabio ist sehr hungrig. Ja, ich weiß. So, sie räumt hier schön auf. Das ist wunderbar. Dann kann sie jetzt nämlich mit Fabio frühstücken. Das ist sehr gut. Dann braucht er nämlich auch nicht alleine frühstücken. So, absetzen. Fabio. So, warte mal. Nee, warte mal. Stopp. Dann kann ich dir nämlich das hier wegnehmen und du kannst dir selber nochmal ein Gericht nehmen. So, setze Fabio dann ab oder was ist es jetzt? Pfannkuchen essen. Ja, es wäre schön, wenn das hier mal gehen würde. Hallo? Auch mal das Kind hochheben. Fabio hier absetzen. Hallo? Sie macht einfach wieder nix. Ach, das Kind frisst selber Pfannkuchen. Ja, das ist ja noch besser. Gut, dann würde ich sagen, warte mal, gehen wir mal eben hier auf Klo. Wir sind jetzt natürlich schon wieder ultra müde, weil wir so früh aufgestanden sind. Zoe ist fit. Die ist einfach fit. Die hat Zeit. Die will. Die hat Bock. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schön hier unten dribbeln. Oder warte mal, machen wir mal herausfordern. Zum Basketball-Wettkampf herausfordern. Ever. Sehr gut. Dann können die beiden nämlich mal so ein bisschen hier unten dribbeln und Basketball spielen, dann sind die nämlich auch wieder fit. Da ist unser blöder Nachbar, der immer so laut ist. Ja, brauchst dich gar nicht so aufregen. Ich hoffe, du hast den Zettel entdeckt, den ich dir da dran gehangen habe. Ganz ehrlich, frech, wie du dich hier benimmst bei uns in der Wohngemeinschaft. Hier lebst nicht nur du. So. Sie geht schon mal runter und sie kommt nach. Sehr gut. Oh, reparier das mal eben. Und dann geht's ab. Sie ist schon wieder so richtig müde. Die Kinder sind zwar hier oben alleine, aber gut, das werden die, glaube ich, überleben, hoffe ich. Ist natürlich auch ein bisschen unrealistisch, wenn wir die da oben lassen, aber gut. Geht jetzt halt nicht anders, dann ist es eben so. Was hat sie denn für Fansjahre? Wer ist sie denn hier? R2-D2. Elphaba. Ih, die hat gefurzt. Warum furzen eigentlich immer alle, wenn ich irgendwie da ankomme? Guck mal, sie denkt sich so, ach ja, es ist Winter, es ist 7 Grad, aber ganz ehrlich, ich bin einfach nur sexy. So. Away. Dann los geht's. Können wir mal so ein bisschen dribbeln üben. Ganz ehrlich, müsst ihr jetzt hier alle rumdribbeln. Wir wollen jetzt hier dribbeln. Oh, wir müssen ganz dringend ihre Stimme ändern.
alle voll schlecht so, aber naja, es läuft einfach. Benaya. Naja, wenigstens kommen die mal so ein bisschen raus unter Leute, das ist doch auch schon mal was. Oscar schläft, Fabio... Skisku, er ist UFO. Moment, wir machen mal hier ein bisschen spielen, dann hat er nämlich auch nochmal ein bisschen Fun. Ah, der hat einen Löwen auf dem Hintern, wie süß. Einfach niedlich. Die Kinder können sich so ganz alleine verpflegen, aber wir haben das Babyfon ja dabei. Ist ja gar kein Problem. Wir haben das Babyfon dabei, wir haben alles im Griff. Wir haben so ein Avent-Babyfon, weißt du, mit so Videoüberwachung. Ach ne, ist schön. Schön, dass wir einfach hier so... Ich finde das irgendwie geil, dass wir hier so wohnen, weil das hier irgendwie so schön ist mit den Ständen und dem Markt und so. Wir haben es halt alles vor der Tür. Irgendwie mag ich das, diesen Stadt-Lifestyle. Finde ich sehr, sehr cool. Aber ich finde es natürlich auch cool, wenn wir irgendwann in ein schönes Haus ziehen würden und da dann leben. Das würde mir auch sehr viel Spaß machen. Und ja, wir müssen mal gucken, wie die Geschichte hier weiter vorangeht. Aber mit dem Sergio läuft das schon mal ganz gut. Also ich denke, da könnte sich mehr als Freundschaft entwickeln. Die beiden verstehen sich auf jeden Fall blendend. Und so soll es natürlich auch weitergehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Story-Vorschläge habt. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Denkt dran, morgen kommt Girls WG. Und ich hoffe Donnerstag auch TNG WG. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage bis demnächst. Hau da rein. Tschüss.